Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Online-Andacht für den 24. Mai. Etwas anders kommt sie heute daher, ohne bewegte Bilder, vor allen Dingen also zum Hören. Wegen dem Feiertag Christi Himmelfahrt war das alles ein bisschen zu eng für ein Video. Aber irgendwie passt das auch zu dem Namen von diesem Sonntag. Ex Audi, höre, heißt das übersetzt. Das ruft der Beter im 27. Psalm. Herr, höre meine Stimme. Aber es gilt auch für uns. Die Frage, sind wir bereit, Gottes Stimme zu hören? Was ist dazu nötig, dass wir sie erkennen? Darum soll es heute gehen. Wir hören auf die Frage 21 in unserem Heidelberger Katechismus, wer das zu Hause aufschlagen möchte, auf Seite 1608. Was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Wir wollen beten. Jesus Christus, der du vom Tod erstanden bist, du bist unseren Augen verborgen, aber in deinem Wort bist du mitten unter uns. Lass uns nicht zweifeln, dass du da bist, für uns da bist. Vergib uns, dass wir oft so kleingläubig sind. Erfülle uns neu mit Lebensgeist. Gib uns Halt an deinem Versprechen, dass du unsichtbar, aber machtvoll diese Welt regierst. Binde uns in der Freiheit an dich und ziehe uns in den Schutz deiner Güte. Segne uns dein Wort in diesem Gottesdienst. Wir singen, die Orgel spielt dazu die Melodie, die erste Strophe von Psalm 84. Wie lieblich schön, Herr Zeberort, ist deine Wohnung, o mein Gott. Einer für diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigttexte steht im 1. Samuel-Buch im 3. Kapitel. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Wort des Herrn selten und es kam kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli in seinem Ort lag und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel.
Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Wir singen von dem Psalm 84, die vierte Strophe. Wir wallen in der Pilgerschaft und gehen fort von Kraft zu Kraft vor Gott in Zion zu erscheinen. Liebe Gemeinde, vielen ist diese Geschichte von Samuels Berufung vertraut. Ich brauche sie daher nicht noch einmal nachzuerzählen und starte gleich mit der ersten Sache, an der ich hängen geblieben bin. Da steht in Vers 1, das Wort des Herrn war selten zu dieser Zeit und es gab kaum noch Offenbarung. In der alten Luther-Übersetzung hieß es, das Wort war teuer. Hier in dieser Geschichte trifft aber doch wohl der Begriff selten es besser. Denn teures, das klingt für mich wie stark nachgefragt, von vielen vermisst, sonst wäre es ja nicht teuer. Das scheint mir hier nicht der Fall zu sein. Da wurde von den meisten nichts vermisst. Der Tempelbetrieb lief unter dem Priester Eli und seinen Söhnen wie geschmiert. Es gab reichlich Opfergaben. Manches davon wurde sogar veruntreut, lesen wir. Überhaupt war es eine Zeit, so heißt es kurz vorher am Ende des Richterbuches, in der jeder einfach das tat, was er wollte. Ein Zustand der Rechtlosigkeit. Kein guter Ort für das Wort Gottes. Kein Wunder, dass davon fast nichts mehr zu hören war. Nur eben bis jetzt war das kaum jemand aufgefallen, keine Sehnsucht. Das Wort des Herrn war selten zu dieser Zeit. Ich frage mich, wie ist das eigentlich heute bei uns? Ist Gottes Wort da selten oder ganz häufig zu finden? Ist es teuer oder gerade besonders billig zu haben? Die Antwort ist gar nicht so einfach. Da gibt es ja schon seit Jahrzehnten,
wenn nicht gar schon seit Jahrhunderten, diesen Trend in einer Welt, die immer besser erforscht ist, in der immer mehr wissenschaftlich erklärt werden kann, da können immer weniger Menschen etwas mit dem Satz anfangen, Gott redet. Wer? Was? Und wie soll das überhaupt gehen? So, und wo das eben nicht mehr für möglich gehalten wird, da gibt es auch immer weniger aufmerksame Ohren dafür. Also eher selten, dass es gehört wird. Nun, und in diesen besonderen Corona-Zeiten, als bis vor kurzem die Kirchen ihre Türen geschlossen hatten, da ist das Wort Gottes ja auch in dieser Hinsicht selten teuer gewesen, weil kaum eine Möglichkeit bestand, es in der versammelten Gemeinde zu hören. Andererseits, in den Medien sind Predigten im Moment fast allgegenwärtig. Schon früher gab es viele Gottesdienstangebote im Fernsehen und im Internet. Aber seit Corona hat jetzt praktisch jede Gemeinde ihre eigenen Online-Andachten, ob nun mit oder ohne Bild. Ganz einfach können viele nun auch ihre eigenen Pastoren hören. Oder die vom Nachbarort oder die von der Nachbarkonfession. Alles nur einen Mausklick entfernt. Und viele nutzen das reichlich, recht viele jedenfalls. Häufig vernehme ich in diesen Tagen diese Sätze. Wir haben noch nie so viele Predigten gehört wie in den letzten Wochen. Und das außerdem noch ganz bequem von zu Hause auf dem Sofa. Das Wort des Herrn. Ist es zurzeit vielleicht gerade nicht teuer, sondern billig? Viel zu billig zu haben? Oder ist es womöglich sogar so wie bei Samuel damals, der Religionsbetrieb läuft auf Hochtouren und kaum einer merkt, wie selten da das wahre Wort Gottes geworden ist? Schauen wir erstmal weiter. Vielleicht eine Stunde vor Morgengrauen wacht Samuel auf, weil er eine Stimme hört. Er sieht nichts, nur hören. War Samuel schlaftrunken, dass er nicht merkt, wie diese Stimme anders klingt als die von Eli und eigentlich auch aus einer anderen Richtung kommt als von Elis Schlafraum? Der Erzähler erwähnt, und offenbar ist das entschuldigend gemeint, dass Samuel bisher den Herrn noch nicht erkannt hatte. Wie auch immer, anders kann Samuel sich am Anfang diese Stimme nicht erklären. Das muss der alte, schon fast blinde Eli sein, der vielleicht etwas ans Bett gebracht haben möchte. So geht das dreimal, bis Samuel endlich merkt, es ist Gott, der mich da ganz persönlich anredet und ruft. Woran erkennt Samuel das? Das ist meine zweite Sache heute. Die Frage, was ist nötig, damit Menschen hören, erkennen, Gott spricht zu mir? Anders gesagt, in Anlehnung an Frage 21 von gerade und passend zu dieser Zeit vor Pfingsten, wie macht der Heilige Geist uns eigentlich gewiss, dass nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott zugesagt wird, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Bei Samuel gibt es zwei Erkennungshilfen. Die erste, er wird nicht irgendwo angeredet, an einem völlig außergewöhnlichen Ort, sondern im Heiligtum, dort, wo Gottes Name wohnt. Und als zweites hilft ihm zum Erkennen das direkte Gespräch mit einem Bruder im Glauben. Man kann über den alten Eli mancherlei Negatives sagen. Viel zu viel Übles lässt er einfach laufen im Tempel bei seinen Söhnen. Aber für Samuel zeigt er sich als ein weiser geistlicher Ratgeber. Eli erkennt, ja, Samuel, ist es möglich, dass Gott dich ruft. Und er weiß, was dann zu tun ist. Sage beim nächsten Mal, rede Herr, denn dein Knecht hört. Beides,
Dieser Ort und auch das Gespräch mit Eli sind für sich genommen nicht eindeutig. Keins reicht allein aus als Beweis dafür, dass Gott mit Samuel reden will. Aber zusammen mit dem eigentlichen Wort, das Samuel dann hört, schafft der Heilige Geist in ihm die Gewissheit, Gott spricht. Es ist so, der Geist weht, wo er will. Vorschreiben können wir ihm nichts. Aber das meine ich aus der Bibel, aus Geschichten wie dieser und anderen, von dem Wesen des Geistes verstanden zu haben. Er liebt es, im Zusammenspiel von vielen äußeren Dingen zu wirken. Er macht daraus einen wohltönenden Klang, einen harmonischen Akkord, so dass Menschen spüren, hören, jetzt werde ich von Gott selbst angesprochen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Dieser Geist Gottes, der unendlich viele Möglichkeiten hat, um auch ganz außerordentlich zu wirken. Saulus wurde zum Beispiel in der Wüste vor Damaskus berufen. Aber selbst bei ihm spielt dann ja danach ein Glaubensbruder, Hananias, eine ganz wichtige Rolle, damit Saulus wirklich begreift, was ihm da von Jesus Christus her geschehen ist. Dieser Geist Gottes hat eine besondere Vorliebe dafür, ordentlich zu wirken. Sowieso durchs Evangelium, wie es in Frage 21 heißt, aber eben auch an bekannten und vertrauten Orten, zum Beispiel in der Kirche. Durch wiederkehrende und vertraute Elemente, zum Beispiel die Liturgie im Gottesdienst, im Kreise von vertrauten Brüdern und Schwestern im Glauben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. In dieser Ordnung, in diesem Gesamtgeschehen, durch dies alles zusammen, wirkt der Heilige Geist in uns die Gewissheit, du ganz persönlich bist jetzt angesprochen. Dir, auch dir, gelten die Zusagen des Evangeliums. Damit wir uns jetzt richtig verstehen, ich will nicht das Bibellesen alleine zu Hause abwerten, als ob dort der Geist Gottes nicht wirken könnte, obwohl in Frage 21 steht wohl ganz bewusst Evangelium, also das Gepredigte, das gemeinsam gehörte Wort. Und ich will damit erst recht nicht die Gottesdienste im Internet schlecht machen oder sonst die Angebote in den Medien. Für Menschen, die wirklich nicht mehr aus dem Haus können, oder für welche, die es in dieser Zeit gerade nicht wagen dürfen, weil sie zur Hochrisikogruppe gehören, da sind diese Sachen ganz wichtig. Oder eben auch in den letzten Wochen, als es praktisch nichts anderes gab. Da waren diese Angebote eine wunderbare Sache. Gottes Geist hat uns da viele gute Ideen gegeben. Viele Menschen haben ihre Charismen, ihre Geistesgaben zur Verfügung gestellt. Es lag Segen darauf. Da bin ich ganz gewiss. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, meine ich, um auch wieder von dem Mehrwert zu sprechen, von der größeren Verheißung, die ein ordentlicher, wirklich vor Ort gemeinsam gefeierter Gottesdienst hat. Der Heilige Geist hat es in diesem Gesamtgeschehen in der Kirche etwas weniger schwer, bei einem Menschen das herzliche Vertrauen zu wecken, die Gewissheit, Gott sagt es nicht allein anderen, sondern auch dir zu, seine Gnade und Vergebung in Jesus Christus. Ich möchte ein paar Elemente aus diesem Gesamtgeschehen nennen, einzelne Töne sozusagen, für sich alleine genommen, jeweils nur leise und uneindeutig, aber aus ihnen zusammen kann der Geist dann einen wunderbaren Wohlklang machen, tröstende oder auch stark machende Gewissheit. Und alles Dinge, die gelten auch mit Hygienekonzept, mit den Abstandsregeln in der Kirche. Es beginnt schon auf dem Weg zur Kirche. Wir ziehen dafür vorzeigbare Kleidung an, gehen oder fahren ein Stück heraus aus dem Alltag. Das macht innerlich schon etwas mit uns. Dann dieses wunderbare Gebäude, die Kirche, die durch so viele Gebete und Lobgesänge unserer Vorfahren geweiht worden ist, der Ort, wo Gottes Namen wohnt. Die direkte Ansprache in der Liturgie, da sieht mir wirklich jemand ins Gesicht bei den Worten. Und dann eben die Predigt.
Gerade wer in letzter Zeit ein paar mehr Gottesdienste auf dem Bildschirm gesehen hat, wenn man dann die einzelnen Gottesdienste überhaupt noch sortiert bekommt und nicht sagt, was haben wir vorhin gerade noch mal eben gesehen, ach, schon wieder vergessen. So gut diese Gottesdienste handwerklich oft gemacht sind, es bleibt weniger hängen. Und mein Eindruck ist, bei Gottesdiensten aus dem Internet ist fast immer auch ein gewisser Abstand da. So ganz bin ich da nicht mit drin. Eine innere Stimme, die mir sagt, wo auch immer diese Stimme herkommen mag des Zweifels, eigentlich meint der Prediger dich da gar nicht. Er oder sie hat bei der Aufzeichnung, beim Schreiben der Predigt bestimmt an ganz andere Menschen gedacht, als nun gerade an dich. Das kann sogar ganz angenehm sein, diese leichte Distanz. Oh, was muss der Pastor da für eine schlimme Gemeinde haben, dass er so streng reden muss. Gott sei Dank, mich kann er hier nicht meinen, ich bin nicht so. Der Abstand kann aber auch enttäuschend sein. Diese wunderbaren Worte, die die Predigerin da den Menschen zuspricht, Gott geht mit auf allen unseren Wegen. Er will uns alles zum Besten dienen lassen. Wie schön, wenn das auch für mich wahr wäre, in meiner schwierigen Situation. Aber wie kann ich da wirklich gewiss sein? Gilt es vielleicht doch nicht nur den anderen? Richtig in der Kirche könnte ich darüber direkt ins Gespräch kommen. Sei es nach dem Gottesdienst mit dem Pastor, mit Abstand draußen. Oder auf dem Nachhauseweg, wenn ich da zusammen mit anderen aus der Familie über das Gehörte nachdenke. Es reicht vielleicht sogar schon die Autofahrt allein. Zeit zum Nachsinnen. Der Heilige Geist macht da das Gehörte mir fest im Herz. Das alles geht nicht, wenn ich sofort nach Ende des Videos zu Hause vom Sofa aufstehe und die Kaffeetassen wegräume. Oder wo ich sonst vorm Bildschirm gesessen habe. Da ist viel zu schnell der Alltag wieder da. Das muss alles nicht so sein. Vielleicht machen Sie es jetzt gerade zu Hause auch viel besser. Ein ganz bewusst ausgewählter Gottesdienst, den Sie zusammen feiern, auch mit Bibel und Gesangbuch, mit ausreichend Zeit drumherum und Möglichkeit zum Nachgespräch. Der Heilige Geist hat Kraft, auch da zu wirken, zu Hause. Aber wir können es ihm auch etwas weniger schwer machen. Denn das bleibt ja leicht. Leicht ist es nie, dass ein Mensch inmitten all der vielen Worte dieser Welt wirklich das eine Wort Gottes hört. Das war und ist selten. Nicht billig, sondern teuer. Bei Samuel brauchte es 4 Anläufe und das bei einem Menschen, der quasi in der Kirche aufgewachsen ist. Ja, trauen wir dem Geist Gottes Außerordentliches zu. Aber das, was eben wir an Ordentlichem drumherum selbst tun können, neben diesem Gebet, rede Herr, denn dein Knecht hört, die Bitte, dass uns das Hören geschenkt wird, all das sollen wir auch tun, damit in, mit und unter diesen Dingen der Heilige Geist durchs Evangelium das herzliche Vertrauen in mir wirkt, dass nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Amen. Beten. Komm, Heiliger Geist, du Trost, du Geist der Wahrheit, komm in unser Leben, denn groß ist deine Barmherzigkeit.
Komm, Heiliger Geist, wenn du da bist, dann öffnen sich verschlossene Türen, dann scheint Licht in die Finsternis, dann lebt die Hoffnung. Komm, verwandle die Verzweiflung der Trauernden, heile die Kranken, beschütze die, die erschöpft sind, denn groß ist deine Barmherzigkeit. Komm, du Geist der Wahrheit, wenn du da bist, dann verliert die Lüge, dann zerfällt die Macht des Bösen, dann atmet die Schöpfung auf. Führe du die Mächtigen auf den Weg der Weisheit. Gib ihnen gute Entscheidungen ins Herz, was in dieser Pandemie weiter zu tun ist. Lass sie auch weiterhin nach Frieden und Gerechtigkeit streben, dass allen geholfen werde, nicht nur denen in den reichen Ländern. Komm, du Geist des Lebens, wenn du da bist, dann können wir atmen. Dann sind wir nicht mehr allein, dann haben wir Zukunft. Belebe deine Kirche, segne alle, die Verantwortung in ihr haben, erbarme dich all derer, die getauft werden, segne unsere Gemeinde und alle, die zu uns gehören, denn groß ist deine Barmherzigkeit. Komm, du Trost, komm, du Geist der Wahrheit, dir vertrauen wir uns an durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Lied, das ich jetzt ausgewählt habe, ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber mit den Orgeltönen zusammen können wir es gut singen. 199. Gott hat das erste Wort. Er schuf aus nichts die Welten und wird allmächtig gelten und gehen von Ort zu Ort alle 5 kurzen Strophen. Kurz noch einiges von unserem Abkündigungszettel, vor allen Dingen die Einladung zu den Gottesdiensten am Pfingstfest. Am Pfingstsonntag um 10 Uhr und 11 Uhr wird Pastor Harms hier in Oelsen predigen. Am Pfingstmontag ist auch um 10 Uhr und gegebenenfalls auch um 11 Uhr Gottesdienst. Das müssen wir ein bisschen abhängig machen, einfach wie viele Anmeldungen. Auch jetzt soll das ja wieder mit telefonischer Anmeldung
an zwei Tagen, mittwochs und donnerstags sein, da sind. Ein Videogottesdienst wird Pastor Karl Hauke Nott gestalten. Wir danken für Kollekten von den vergangenen Sonntagen. Für die neue Orgel in Egge wurden 460 Euro gegeben. Für die schwangeren Konfliktberatung 226,12 €. Gott segne Geber und Gabe. Heute ist die Kollekte bestimmt für die Organisation Kirchen helfen Kirchen. Seit 65 Jahren gibt es das Programm, in dem bedürftige Kirchen und ihre Einrichtungen aller Welt unterstützt werden, besonders unierte und reformierte Kirchen. Nun stellen wir uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.